Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soda Dungeon. Ich habe jetzt gerade zwei Folgen Starbound aufgenommen, wobei ich nur eine vielleicht hochladen werde und die andere definitiv nicht. Das hat alles gerade nicht so geklappt, wie ich es wollte. Ich will aber trotzdem was aufnehmen und wir machen jetzt mal bei meinem Soda Dungeon Spiel weiter. Hier ist eine volle Partie und die scheint schon komplett ausgerüstet zu sein. Ich habe keine Ahnung, was ich das letzte Mal gemacht habe, was ich machen wollte. Wie viel Kohle habe ich denn einigermaßen? Kann ich denn jetzt nichts irgendwie bauen? Ah, das ist schon maxed out, das ist zu teuer, das ist maxed out, zu teuer, bla, silz, ich kann nichts bauen. Ich habe es kapiert. Du hast wahrscheinlich auch nichts Besseres für mich, oder? Nein, auf den ersten Blick nicht. Was ist das hier? Achso, nö, brauche ich nicht. Jetzt ist die Frage, gehe ich in einen normalen Tempel oder gehe ich mal diese Daily Quests angucken? Complete Toma 3x3. Wir können mal hier den Difficult 2 benutzen. 2000 ist auch. Ist eigentlich wenig. Ich glaube, ich kriege mehr, wenn wir hier das machen. Und Fire Tempel. Achso, hier, da steht. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Das habe ich wirklich mal komplett übersehen, dass hier die Levelbeschreibung steht. Wisst ihr was, wir fangen nochmal von Level 1 an. Moment mal, nee. Ich will nochmal ganz kurz gucken, wie meine Party ausgerüstet ist. Die haben alle das Ding, bis auf den, der hat eine Wunderlampe. Was macht denn die? 15% auf magische Attacken. Ach stimmt, die haben alle magische Attacken. Das heißt, die werden die relativ schnell verballert haben. Und das ist eigentlich ein guter Grund, die doch relativ spät zu starten. Ach, dann machen wir es halt so. Warp mich mal nach Level 31, das ist okay. Und dann hoffe ich mal, dass ich da einigermaßen Geld rauskriege. Und go! Und wir machen wieder mit Autotüren und das heißt, wir warten einfach nur ab und sehen so, wie unsere Helden alles hier kaputt machen. Achso, hier noch schnell entscheiden. Und meine Helden vergiften aus Versehen. Das hat gar nichts ausgemacht, das ist ja cool. Ja. Ich will eigentlich aus dem Let's Play ein Blabla-Format machen. Aber momentan bin ich noch ein bisschen aufgeregt wegen den. Oder aufgebracht wegen den Starboard-Folgen. Und wir warten uns gleich mal. Auch nicht schlecht. Oh, wir sind gleich Level 44. Ich dachte, wir schaffen wenigstens noch einen Endgegner. Der hätte ein paar Punkte gebracht. Und die Kiste hätte ich auch gern gesehen. Naja. Wir gucken. Da sind wir wenigstens Level 55 dann. Können wir irgendwas Besseres dann noch machen oder so. Hoffentlich. So, jetzt fangen die an, ihre Steine zu benutzen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Eigentlich nutzen sich die Steine. Sind die sinnvoller mit vielen Gegnern? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt sofort die Steine benutzen. Achso, der Typ da oben hat ja keine Steine. Der hat ja seine Wunderlampe. Ich glaube, die Wunderlampe bringt wenig. Also, die müsste ich dann wieder mal umstellen, wenn ich Auto-Quick mache. Und da die erste ist tot, beziehungsweise weggelaufen. Die sterben nicht, die laufen weg. Und bringen sich in Sicherheit und leben lange und glücklich. Aber arm, weil ich das ganze Geld wegnehme. Aber das ist okay, weil es ist ja nichts Schlimmeres. So. Ja, ich wollte über Starbound noch ein bisschen reden. Ich habe da jetzt wieder angefangen, die Let's Plays zu machen. Ursprünglich wollte ich das ja nicht. Ursprünglich wollte ich entweder ein Let's Play Together machen oder abwarten, bis 1.3 raus ist. Und stattdessen habe ich wieder angefangen, weil bei Fucking Universe selbst so viel passiert ist. Und da bin ich immer noch am Nachlesen dieses 300-Seiten-Tweets. Wer sich da mal im Forum umguckt von Starbound, bei der Mod-Seite von Fucking Universe, es ist unglaublich viel Text. Und ich lese das alles nach, weil es mich tatsächlich interessiert. Und jetzt sind wir gleich tot. Ja, jetzt ist vorbei. Mal gucken, was man gekriegt hat. 1,2k, also daher wäre es wirklich sinnvoller gewesen. Aber wir haben Zeug bekommen. Dreimal ein Stuff, ein Hero-Blatt. Okay, vielleicht ist es doch ein bisschen mehr wert. Wir gucken uns das gleich mal an, was wir bekommen haben. Ach so, ich kann's, kann ich es mir erst angucken? Nee, ich kann es mir angucken. Beziehungsweise, wenn ich hier Sell klicke. So, 20 Boost auf magische Attacken. Also das bringt mir nur was, wenn ich einen Magier einsetze. Und der auch magische Attacken benutzt. Also, weiß gar nichts. Und hier, Immune to Status-Effekte. Das ist sehr schön. Und eine neue Rüstung. Oder hatte ich die schon vorher? Hatte ich wahrscheinlich schon vorher, weil das hier genau 5 sind. Hm.
Dann würde ich sagen. Ach, wir machen jetzt mal eine Trash-Runde. Nein. Wir quicken die selber. No. Fire. No. Dann nehmen wir dich noch. No. Der hier kriegt natürlich die beste, weil der soll ein bisschen am nächsten leben. Der soll auch lange leben. Die kriegt so Mittelmaß. Der. Und du bist Kanonenfutter. Ich gebe denen jetzt trotzdem alle die Feuerschwerter. Ich hätte vielleicht doch Autokick machen sollen, denn das hier wäre sowieso selbstverständlich gewesen. Genauso wie das hier. Aber das hätte ich ja rückwärts dann machen müssen. So. Und alle kriegen jetzt das hier, weil es aus meiner Sicht das Sinnvollste ist. Beziehungsweise Heilungsitems, aber die HPs sind ja so groß, dass die sich dann ständig heilen müssten und ach, was soll's. So finde ich das eigentlich ganz gut. So. Und ich würde jetzt mal gerne das hier probieren. Level 2, ich traue denen das zu, dass die das so. Beyond 3 will be fired. Ach so, 3. Ja, okay, dann machen wir hier noch ein bisschen. Fangen wir von Level 20 an. Die sind ja jetzt nicht so gut. So. Und wenn sie es weiter schaffen, dann ist es auch gut. So. Ja, Starbound Let's Play. Ich würde gerne Let's Play Together machen. Ich habe schon darüber geredet. Beim letzten Mal und diesmal rede ich wieder darüber, weil es hat sich einfach nichts geändert. Ich habe immer noch Lust. Ich habe immer noch nicht so richtig das in die Wege geleitet. Wie soll ich das beschreiben? Also ich hatte ja ein paar Leute angeschrieben oder angequatscht und das hat sich verlaufen, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Seien wir noch mal ehrlich. Wenn ich die weiter nerven würde, würde es vielleicht passieren, aber ich will sie auch nicht nerven. Ich will jetzt nicht sagen, komm, mach mal. Wenn es jemand anders bei mir machen würde, wäre ich total abgeturnt und würde sagen, nö, erst recht ne. Deswegen will ich das auch niemand anderen aufzwingen. Wenn das aber dazu führt, dass es dann halt nicht zustande kommt, dann ist auch scheiße. So. Das ist halt die Zwickmühle, in der ich mich gerade befinde. Cool, die schaffen es wirklich hier alles klein zu kriegen. Also ich rede jetzt wieder über das Spiel. So, beim vierten sind sie dann alle tot. Ja. Okay, das dürfte eine relativ gute Runde werden. Und ich habe nicht aufgepasst, wie lange die Folge ist. Ich hoffe, einigermaßen okay. Ja, Starborn Let's Play Together habe ich beredet, dann Fucking Universe. Fucking Universe ist riesengroß geworden und da war... Ich will eigentlich unbedingt sofort ein neues Spiel starten. Das macht aber jetzt keinen Sinn. Achso, hier, Kiste auswählen. Na toll. Obwohl das andere, das hätte ich dann auch nur verkauft und ich habe jetzt gerade Schluck auf. Schluck auf und reden ist eine sehr blöde Kombination. Und es ist so ein sehr hochfrequentiger Schluck auf. Wisst ihr was, ich mach das jetzt gerade nicht. Die Kisten sind nicht so, glaube ich, gut. Alter, braucht der viel. So. Ja, ich hab da... Ich glaube, die schlagen jetzt wieder von links oben nach rechts unten. Aber was soll's. Ja, Geld sollte rauskommen. Also genügend. Hoffe ich. Werd mal sehen. Ah, jetzt fangen sie wieder an, die Dinger zu benutzen. Anscheinend scheint sich das besser zu lohnen. Zumindest sind sie dann so geschwächt, dass sie in der nächsten... Ja, es hat tatsächlich funktioniert. Die sind cool, die Leute. Die sind wirklich cool. So. Let's Play Together. Fucking Universe. Da war ich stehen geblieben. Ich glaube, dieses Let's Play eignet sich nicht wirklich gut dazu. Ja. Ich sag's sogar noch. Dieses Let's Play eignet sich nicht wirklich gut dazu, das zum Lava-Format zu machen, wenn ich ständig irgendwie auf das Let's Play selber reagieren muss. Beziehungsweise vielleicht sollte ich es aufnehmen und dann im Hintergrund laufen lassen, während ich einfach so darüber rede. Das kann ich aber ganz schlecht. Dann. Also das ist wirklich was sehr Unangenehmes, habe ich früher schon öfters gemacht. Nö. Wir nehmen mal links oben. Oh, noch so ein Stab. So. Ja.
mir sind jetzt gerade die Worte ausgegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Freaking Universe, ich hänge immer bei diesem Eingangssatz. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Ah, ich wollte eigentlich auf Continue drücken. Ja, neues Spiel anfangen. Sowieso 1.3, sowieso. Genau, jetzt habe ich es wieder gefunden, was ich sagen wollte. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass ich meinen Planeten mitnehme, den ich jetzt als Heimbasis habe. Ist aber die Frage, ob ich das wirklich will. Zum Teil will ich es schon, weil ich da sehr viel Arbeit reingesteckt habe und das wäre schon ziemlich cool. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann wieder von vorne anfange und irgendwo was anderes wieder von Grund auf neu aufbaue, dann das werde ich machen müssen. Weil Freaking Universe, da braucht man einfach eine Basis. Da funktioniert das einfach nicht so, dass man sagt, okay, Leute, dann ich baue alles auf meinem Schiff. Nee, das, es sei denn, ich habe das größte Schiff und ich habe das Schiff mit den Mods und das dann noch größer wird als das größte Schiff. Da ist dann ungefähr genügend Platz drin, um alles in das Schiff reinzubauen, was man bauen kann, aber wenn es nicht das allergrößte Schiff ist, dann ist nicht genug Platz da. Und deswegen braucht man eine Basis. Und deswegen fängt man sowieso wieder von vorne an, irgendwo sich wieder was aufzubauen und dann habe ich halt den zweiten Planeten und ich will nur einen haben. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, mehrere. Oh, ich bin fertig mit 3K. Und ich habe eine Errungenschaft. Ich wollte mal gucken, ob ich meine Errungenschaften dann auch im Steam-Video sehen kann. Ich habe jetzt übrigens nicht gelesen, welche Errungenschaft das war. Ich müsste sowieso wieder nachgucken. Hey, aber wir haben eine neue Armor. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll. Wieder halt so ein Stab, Blasels und so weiter. Oh, das sieht auch gut aus. Ich gucke einfach mal nach, was wir haben. Und zwar wieder hier. Zell. Ah, das ist es. 6, 8. Okay, das Ding ist Quatsch. Brauchen wir nicht. Auch nicht. Hab jetzt gar nicht genau geguckt. Dann können wir das hier verkaufen. Komm, weg damit. Boost 20% Magic Attack und 10% Critic Chance vor. Ich hätte eigentlich lieber die 10% kritischen Schaden. Oder habe ich lieber das da? Das nochmal mit dem hier. Wir können ja mal zumindest einen Magier einstellen. Duda, Auto-Quick, ja. Und dann gucken wir mal, was du hast. Naja, du hast den Stuff und die Lampe und so weiter. Das ist schon mal gut für dich. Wir haben bloß noch was für es. Wir nehmen noch nicht. Und wir nehmen dich. Und dann kriegst du nämlich auch diese blöde. Achso, ihr habt jetzt das Blut bekommen. Was ist denn das da? Immune to Status Effect. Ne, wisst ihr was? Ich will lieber, dass ihr das habt. Das finde ich durchaus sinnvoll. Was war das hier? Ankommen. Halt, Item. Für was ist das grüne Schleimzeugs gut? Ist jetzt aber nicht das, was ich benutzen möchte. Und zwar hier kommt das da. Ja, passt schon. Was war hier? Immune to Status Effekte. Das brauchst du vielleicht. Das ist vielleicht sinnvoll für sie. Beziehungsweise, ich mache aus dir. Ich mache aus dir Medic. Ja. Und dann machen wir mal hier. Das da. Und go! So, eigentlich habe ich jetzt alles erzählt, was mir eingefallen ist zu Freaking Universe dabei und zu Let's Play Together. Und ich wiederhole mich die ganze Zeit, ich weiß, das ist vielleicht den einen oder anderen nervig, ist mir scheißegal. Ich sag's trotzdem, weil ich das für wichtig halte, irgendwie. I don't know. Vielleicht mache ich dann auch nach dieser Kampfpartie hier Schluss und ja, fange dann wieder an, wenn ich mehr zu erzählen habe. Hat die ein Weihnachtsmann-Kostüm an? Das sieht ja cool aus. Und der hat einen Lebkuchen als Schild. Okay, wir kämpfen gegen Weihnachtsmanns Army, oder wie? Ja, die haben wirklich hier. Ja, warte, noch eine Zuckerstange als Schwert oder sowas in der Richtung. Am Ende kommt das wirklich. Ich meine, das würde so gut passen. Ich weiß es aber. Ich weiß es jetzt zum Zeitpunkt noch nicht. Sondern mein Gedanke ist, dass. Oh. Ah, verdammt.
was mir jetzt gerade auffällt, man könnte den Leuten doch noch Helme geben als zusätzliche Ausrüstung. Obwohl, dann würde man sie nicht mehr als die Kämpfer erkennen können. Es müssten also Helme sein, wo man immer noch charakteristisch sehen kann, das ist der und der Kämpfer, aber mit dem und dem Helm. Nee, das macht keinen Sinn, Anführungsstrichen. Also, es macht schon Sinn. Ah, ich werde hier verlieren. Das ist ja doof. Ah. Vielleicht hätte ich doch hier die besten Kämpfer mit den besten Ausrüstung lassen sollen. Ja. Nee, der macht's nicht. Ich brauche ein bisschen mehr Kohle. Habe ich überhaupt mal Kohle ausgegeben jetzt die letzten paar Runden? Außer für die Kämpfer selbst? Nö, ich glaube nicht. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, nochmal hier drei. Kann ich überhaupt jetzt wieder antreten? Ja, kann ich. Da gebe ich praktisch nur das Geld für diese Kämpfer aus. Ja, aber. Ich bin so Freund von ja, aber. Wir feuern die jetzt an mit dem stärksten Equipment, was die halt so haben. Ja, ich guck mal, ob das hier was bringt. Obwohl Statuseffekte. Egal, komm. Und dann nehme ich jetzt hier Level 1. So, damit das mal wieder gemacht ist. Weil, warum nicht? Achso, ich wollte die Folge beenden und dann noch eine neue Folge starten. Nö, mache ich nicht. Ich lasse das jetzt so. Wir gucken uns jetzt an, wie wir hier durchwaschen und alle platt machen. Genauso wie sich das gehört. Und in der nächsten Folge fange ich dann mal an, über irgendwas anderes zu reden. Ich kann es ja schon mal anteasern, für alle, die es wirklich interessiert. Spore. Warum Spore? Das erkläre ich in der nächsten Folge. Jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich jetzt nicht schon anfange, darüber zu reden, denn wir haben jetzt noch ein paar Level vor uns, die ich jetzt hier abwarten muss. So, einmal noch, zweimal noch, dreimal noch und das Ganze dreimal nochmal und dann kommt der Endgegner. Ah ne, hier gab es doch keinen Endgegner, oder? Hatte ich das richtig in Erinnerung? Hier gab es doch nur... Der Endgegner in Anführungsstrichen sind genau die gleichen Typen, die wir schon vorher hatten. Einer hat ein Schild gehabt und das war's. Juhu, 1000 und 30 Animes geslaint. Und jetzt kriege ich halt wieder so einen Timeout für 3 Stunden. Ja, jetzt haben wir jede Menge von denen. Wir feuern erstmal alle Kämpfer an. Und die Tante noch. Beste Ausrüstung, ist mir egal, was ihr habt. Taverne können wir noch ein bisschen hier ausschmücken mit noch einem Stuhl. Achso, und jetzt haben wir noch was, was 2k kostet. Die Küche kostet noch 2k. Und dem Banktypen hier. Das hier klingt auch noch ganz super. Das klingt für das nächste Abenteuer super. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr mein Gequatsche ertragen habt bis jetzt. Vielleicht hat es ja dem einen oder anderen doch gefallen. Wenn ja, dann bin ich sehr glücklich für euch und ihr hoffentlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.